Servus Klaus, du schaust heute aber fesch aus. Was hast denn du heute noch vor? Ja, grüß dich, Hans. Ja, du weißt, heute ist doch Sonntag. Und Sonntag ist der Tag des Herrn. Ich habe mir heute schon noch was vorgenommen. Denn den Sonntagsgottesdienst, den habe ich schon am Samstag vorgeholt, sozusagen. Und heute habe ich extra ein bisschen länger geschlafen, weil unter der Woche muss ich schon alle um 4:30 aufstehen. Und den Sonntag genieße ich mir, da bleibe ich ein bisschen länger liegen, tu dann mit der Familie frühstücken. Und wie gesagt, heute eben haben wir nur eine kleine Wandertour mit Freunden vorgenommen. Und deshalb auch mein Outfit, was entsprechendes. Aber du schaust ja recht fesch aus. Gehst du heute noch auf eine Hochzeit? Na Klaus, ganz so schlimm wird's nicht. Weißt, ich bin heute noch Mesner beim Sonntagsgottesdienst. Und du weißt ja, für mich Sonntag einfach ohne Gottesdienst ist kein Sonntag. Aber egal, ob ich als Mesner oder als im Kirchenchor singe, ohne Gottesdienst ist halt Sonntag nichts. Und letztens haben wir auch in der KAB Vorstandschaftssitzung darüber gesprochen, dass heuer ein großes Jubiläum ansteht. 1700 Jahre Sonntag. Du weißt ja, vor 1700 Jahren hat Kaiser Konstantin den Sonntag als gesetzlich geschützten Tag eingeführt und ihn zum Ruhetag für alle Menschen gemacht. Der gemeinsame freie Tag ist ein hohes Gut und deshalb auch in unserem Grundgesetz verankert. Der freie Sonntag ist Symbol der Freiheit und auch der Kitt unserer Gesellschaft. Für uns Christen und Christinnen ist er ein Geschenk Gottes, das für ein Leben in Würde nötig ist. Ein Tag für den Menschen also. Klaus, klär uns doch einmal auf, was der Ortsverband und die KAB und der Bundesverband in diesem Jubiläumsjahr geplant haben. Ja, der Bundesverband der katholischen Arbeitnehmerbewegung hat so, wie gesagt, den Sonntag zum Motto genommen und hat gesagt, Mensch, da müssen wir irgendwie eine Aktion machen, damit der Sonntag wirklich so rüberkommt als ein arbeitsfreier Tag, dass er auch bleiben soll. Und aus diesem Grund sind die Ortsverbände, unter anderem auch wir, aufgefordert, an der Aktion mitzumachen. Und wir machen natürlich gerne mit bei der Aktion. Wir und viele, viele andere Ortsverbände auch machen dazu eine Aktion mit Stoffstücken. Wir werden also so Stoffstücke, 25 mal 25 Zentimeter etwa, in der Kirche hier bereitlegen, die Sie sich mitnehmen können. Liebe Kinder, auch an euch, für die Eltern, für Oma, Opa. Ihr könnt alle dazu einbinden. Ihr sollt diese Stoffstücke bemalen, beschriften, bedrucken mit dem Motto, was würde mir fehlen, wenn der Sonntag nicht mehr Sonntag wäre, wenn der Sonntag nicht mehr arbeitsfrei wäre, wenn Mama und Papa nicht mehr zu Hause wären und in der Arbeit wären. Ihr könnt dazu auch gerne eigene Stoffstücke verwenden, aus einem alten Bettlaken, aus einem T-Shirt, was auch immer. Und diese schön bunt bemalen, beschriften, wie gesagt, bedrucken. Und dann bringt ihr die bitte die nächsten 14 Tage wieder zurück hier in die Kirche, legt sie in eine bereitgestellte Box und anschließend wird der Ortsverband von der KAB diese Stoffstücke zusammennähen zu einer großen Decke, später dann auf Diözesanebene zu einer noch größeren Decke und zum Schluss auf Bundesebene zu einer riesengroßen Picknickdecke, die symbolisieren soll, der Sonntag soll arbeitsfrei bleiben. Für uns alle. Du hast da eins in deinem Rucksack, habe ich gesehen. Ja, Das genau. erste Mal, dass man das den Leuten zeigen kann. Jetzt, Und was du ich kann auch ein paar sagst. technische Hinweise dazu geben, wie das vonstatten geht. Wie gesagt, die Stoffstücke sollen ein altes Bettlaken, am besten eine helle Farbe, sowas wie hier, haben. Wichtig wäre die Größe, also diese 25 mal 25 Zentimeter sollten unbedingt eingehalten werden. Dann seitlich ein Rand von circa 2 cm sollte auch eingehalten werden, dass man dann die Stoffstücke zum Schluss sauber vernähen kann. Ja, das wäre also mal auch das. Und vom Bemalen her noch kurz die Stifte. Also es können Filzstifte sein, es können Etting sein oder auch richtige Textilstifte. Einfach ausprobieren, dann gelingt es auf jeden Fall. Und der Sonntag ist ja kein Tag zum Shoppen und Schuften. Er gehört der Familie, dem Glauben, der Kultur, dem Sport und der Geselligkeit und natürlich auch der Erholung. Und das soll auch so bleiben. Denn ohne Sonntag gäbe es ja nur noch Gehetze. Ohne Sonntag gäbe es keine Familienfeiern. Ohne Sonntag wäre nur noch Werktag. Ohne Sonntag gäbe es keine feierlichen Gottesdienste mehr. Ohne Sonntag täglich Lärm und Verkehr. Und deshalb die Aktion,
Bitte unterstützt uns, seid kreativ, macht mit. Es wird uns viel Freude bereiten. Ja, und dann freuen wir uns natürlich auf euer Mitwirken und Mittun, damit in den nächsten 2 Wochen viele Stoffstücke zusammenkommen, aus denen wir auch in der Pfarrei eine große Decke zusammennähen können, die wir dann am Sonntag, den 3. Juni, am Sonntagsgottesdienst präsentieren wollen. Vielen Dank bereits an alle Künstler und Mitwirkler. Danke.